so, das nimmt jetzt die ganze Zeit noch auf, aber jetzt ist Ton da. Ich hoffe, das hat vorher schon den Ton aufgenommen. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, nochmal zwei, drei Worte. Ich habe mir so CBN-Platten bestellt. Die sind mit CBN beschichtet. Der Plan ist, diese auf Schleifsteine aufzubringen, so für Systeme wie Edge Pro, wie Ruxin oder halt auch hier die AirMag und so weiter. Und um das zu testen, habe ich mir die mal bestellt, und wenn das gut ist, dann werde ich die wohl vertreiben, weil es gibt es zwar aus CBN, es gibt auch Diamantsteine und so weiter, aber rein CBN, glaube ich, gibt es nur einen Händler, und wenn ich gesehen habe, dass der 120 Euro für so einen einzelnen Stein verlangt, das kann ich mit Sicherheit besser. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Und jetzt klebe ich das hier mal auf mit so doppelseitigem Klebeband. Das würde natürlich in dem Fall, wo ich die Dinger vertreiben würde, würde das natürlich professionell aufgeklebt werden mit so einem Zweikomponentenkleber oder sowas. Aber hierzu mal ausprobieren, ist das absolut ausreichend. Also, dann machen wir es jetzt so. Ich mache mal eben das Messer stumpf. Warte mal. Hier haben wir doch. Einfach mal drüber ziehen, so. Einmal, zweimal, dreimal. Das müsste eigentlich schon reichen. Wir gucken es uns aber gleich auf dem Besttester eben an. Aber vorher mache ich es kurz sauber und dann komme ich wieder. So, Messer habe ich jetzt einigermaßen sauber gemacht. Jetzt kommt diese übliche Prozedur mit dem Besttester, dass man einfach mal sieht, wo man steht. Dazu ziehe ich hier den Faden raus, spanne den hier wieder fest, nehme meine obligatorische Klammer mit dem 100 Gramm Gewicht dran und lasse das jetzt einfach hängen. So habe ich immer die gleiche Spannung auf meinem Faden und habe da eine mögliche Fehlerquelle einfach ausgeschlossen. Ich stelle das mal noch ein bisschen mehr weg, dass ich hier ein bisschen Platz habe. So, mal schauen, ist das gerade? Ja, ziemlich. So, ein bisschen rüber. So müsste das eigentlich ganz gut passen. Schalten wir das Gerät ein, machen wir noch ein bisschen Licht rein, aufsetzen und dann geht's los. So, also nur zum Sehen, das Ding ist wirklich stumpf, 735. Okay, dann spanne ich das Messer jetzt hier mal kurz ein, das braucht ihr jetzt nicht da alles mitmachen. Sobald das Messer eingespannt ist und ich mit dem ersten Stein loslege, fange ich wieder an zu filmen. So, was ich jetzt mache, sieht man hier. Ich habe das Messer mal unter das Mikroskop gelegt und mache jetzt erstmal ein Bild. Warte mal, da muss ich mal die anderen Bilder, die hier gerade drin sind, noch löschen. So, und jetzt machen wir hier ein Foto von der Schneide, so wie sie jetzt momentan aussieht. So, und dann, gehen wir hin, machen das Messer hier rein. Das ist übrigens auch ein tolles Ding bei der AirMag. Du kannst einfach dein Messer eingespannt lassen und kannst das mitnehmen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auf den Besttester gehen damit oder wie auch immer. Ja, das ist einfach eine super saubere Sache. So, und was ich jetzt mache, ich muss jetzt ja mal gucken, was für einen Winkel ich habe. Ich denke mal, dass ich da einen 15er Winkel dran habe. Und das werde ich einfach mal mittels Edding-Methode ausprobieren. Ich fange jetzt nicht mehr an zu messen. So, dann gehen wir mal hin. Ich stelle das Gerät mal auf 15 Grad ein, so dass ich mal zumindest in etwa da bin, wo ich hin muss. Und dann tue ich die Schneide mal kurz ein bisschen schwärzen und gehe dann da mit dem Stein drüber. Dann sehe ich gleich, was Sache ist. So, hier habe ich übrigens jetzt den 400er drauf, den 400er CBN-Stein. So, jetzt gucke ich mir das nochmal an hier. Ein bisschen Licht. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Moment. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich lege da jetzt einfach diesen Winkel an, den ich jetzt habe, und gehe dann mal hier
den Kaffee ein bisschen auf die Seite stellen. Gehe dann mal die Steine nacheinander durch, also sprich erst den 400er, dann den 800er drauf, dann den 1200er drauf. Und was ich mache, ich werde das Ganze ein bisschen nass machen, dass ich ein bisschen Wasser drauf habe. Und dann legen wir doch einfach mal los. So, dann mal ein bisschen die Schneide sauber machen, um mir mal anzugucken, was da passiert. Ja, also Leute, sorry, ich habe schon überall ein Bart, das heißt, ich bin jetzt zweimal drüber und jetzt drehe ich das Ganze um und gehe zur anderen Seite. Mal schauen. Ja. Sorry, ich habe jetzt gerade geschliffen, wie wenn ich mit Steinen schleifen würde. Leute, ich kann euch sagen, ich habe jetzt schon überall einen Bart. Ich habe eine saubere Schneide. Ja, ich habe hier überall einen Bart. Das heißt, nach zweimal drüber gehen und die Schneide habt ihr vorher gesehen, werde ich jetzt einfach mal den Stein wechseln auf den 800er. So. Auch den mache ich ein bisschen nass. Und wie gesagt, ich habe noch nie mit den Teilen geschliffen. Von daher gesehen, das klingt schon nicht mehr so grob. Also ich bin gerade ein bisschen geplättet, wie schnell dieser 400er Stein mir ein Grat produziert hat auf der anderen Seite. Aber mir soll es ja recht sein, weil das ist ja mein Ziel, dass ich hier was Gescheites auf die Beine stelle. So, dann machen wir hier mal kurz den weg. So. Und jetzt hatte ich ja versprochen, ich gehe mal noch das Mikroskop. Bringt jetzt vom... Ja, aber die Schleifspuren sieht man schon. Die sieht man schon. Ich mache da mal ein Foto. So, okay. Dann machen wir mal mit dem 800er weiter. So, Moment, so habe ich angefangen, dann gehen wir jetzt so rein. Und du hast halt, so wie der Kai in meinem letzten Video gesagt hat, du hast halt von vorne bis hinten dieselbe Schneide und alles ist gut. Ja, also wie gesagt, das hört sich wirklich gut an mit dem 800er, ja, da habe ich schon wieder einen Bart auf der anderen Seite. Jetzt mache ich das mal kurz ein bisschen sauber. Und dann kann ich ja mal eben nochmal unter das Mikroskop, wie das jetzt nach dem 800er aussieht. Das ist verdammt überzeugend. Okay, take a photo. Und nun gehen wir hin und machen den 1000er drauf. Und wie gesagt, das ist alles nur provisorisch. Ich wollte jetzt nur einfach mal das endlich wissen. Die liegen schon zwei Wochen hier und ich hatte keine Zeit, die drauf zu machen und auszuprobieren. Und ich warte ja gerade auf meine CBN-Räder. Die sind übrigens heute verschickt worden. Das heißt, die sind nächsten Montag. Die wären eigentlich schon diese Woche bei mir. Aber ich bin nicht da. Ich bin ab Mittwoch weg. Und so werden die nächsten Montag geliefert, für alle, die es interessiert. Und ich denke mal dann, dass ihr Mitte nächste Woche, alle die Leute, die ein CBN-Rad bestellt haben, dass ihr Mitte nächste Woche euer Rad habt. Es kann aber passieren, dass der ein oder andere umsonst wartet, weil ich liefere wirklich nach Bestelleingang aus und die letzten 3-4 Tage sind noch mal einige Bestellungen eingegangen. Was ich habe, liefere ich aus, also ich schwöre euch, ich behalte keine für mich. Das ist wie meistens so. Alle haben mittlerweile ein CBN-Rad von mir, nur ich selbst habe keine. Das ist ärgerlich, aber ich meine, die Kunden gehen natürlich vor.
kann aber alle, die bestellt haben, beruhigen. Ich kriege diesen Monat noch 2 Lieferungen. Das heißt, ich schätze mal so um den 15. rum bekomme ich die nächste Lieferung. Und dann so am 25. oder so bekomme ich nochmal eine Lieferung. Der Hersteller ist einfach nicht in der Lage gewesen, so viele Räder auf einmal in seine Produktion einzuschieben. Vielleicht nur mal Interesse halber, der Hersteller, der diese Räder für mich macht, das ist eine Firma, die liefert weltweit Schleifscheiben für die Industrie, vor allen Dingen für die Automotivindustrie. Wenn an irgendwelchen Motorenteilen was rausgeschliffen werden muss, Oberflächen behandelt werden muss, das machen die. Halt, machen wir das sauber ein bisschen. So, und jetzt gehen wir mal zur anderen Seite. Und ich sag mal so, diese Räder, die ich bestellt habe, das ist für die ja Pillepalle. Die machen ja Hunderte und Tausende von Schleifrädern für die Industrie. Und da komme ich mit meinen 30 oder 40 Stück. Da lachen die sich fast tot. Aber sie machen sie. Und das, was ich bisher gesehen habe und auch die Reaktion von den Usern, die sie gekauft haben, das ist überragend. Also ich habe nicht eine einzige negative Bewertung gehört. Da vielleicht auch gleich wieder eine Bitte, wenn ihr zufrieden seid mit dem Equipment, egal ob das jetzt Räder sind, ob das meine Toolbars sind, meine Vertical Front Base, ganz egal was, seid bitte so lieb, geht in den Shop, bewertet das, weil der nach euch kommt, dankt euch, wenn er da eine faire Bewertung drin hat. Ich muss die Bewertung das erste Mal immer moderieren. Aber ihr könnt euch völlig sicher sein, ich werde keine Bewertung, egal ob positiv oder negativ, in irgendeiner Form nicht freigeben. Auch wenn was Negatives dabei ist, das gebe ich auch frei. So, jetzt muss ich von jeder Seite noch einmal ein bisschen ganz leicht drüber, um einfach den Bart wegzukriegen, der da jetzt dran ist. Ich drücke jetzt überhaupt nicht mehr, ich lasse gerade ein bisschen laufen, fertig. So, und jetzt nochmal die andere Seite. So, jetzt mache ich das Messer raus, mache das sauber, gehe unter das Mikroskop, mache euch ein Bild von der Schneide nach der 1200 CBN Geschichte und dann gehen wir auf den Besttester. Und wenn der fertig ist, da ist auch dreckig, wenn der fertig ist, dann gehe ich noch damit übers Leder und gehe nochmal auf den Besttester, weil ich habe natürlich hier noch einen leichten Grat, obwohl eigentlich kaum noch spürbar. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich melde mich gleich wieder. So, ein Bild habe ich gemacht unter dem Mikroskop. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie es aussieht, habe ich den Winkel nicht getroffen. Das war mir aber jetzt auch alles gar nicht so wichtig. Ich wollte einfach mal sehen, wie das Schleifbild aussieht. Und das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Jetzt gehen wir auf den Besttester und messen das jetzt mal ohne Leder. Jetzt einfach nach dem 1200 CBN Stein messen wir mal, was es kann. So, das ist jetzt nach dem 1200 CBN Stein. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Jetzt gehe ich rüber an mein Känguru-Leder und fahre da 6-7 Mal drüber und dann messen wir nochmal. Ich kann da schon gleich mal hier neuen Faden reinmachen. Moment. Und dann messen wir nochmal und dann werdet ihr sehen, das Känguru-Leder, das macht natürlich jetzt, weil die, ich sag mal, die Schneide an sich fand ich sehr ansprechend, aber wie ich es mir gedacht habe, kriegst du mit einem 1200er CBN-Stein kein Grad weg. Das ist einfach so. Und 340 nach ohne weitere Behandlung ist ganz gut. Okay, ich gehe kurz übers Leder, dann melde ich mich. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe jetzt 6 Züge in jede Richtung über das Hängeleder gemacht und habe dann noch 4-5 Züge in jede Richtung einfach hier über das Streichleder, indem ich einfach wirklich nur ohne jeden Druck
hier entgegengehe oder jetzt andere Richtung. Einfach ohne jeden Druck, nur um einen eventuellen Grad noch zu entfernen, je nachdem. So, und jetzt gehen wir nochmal auf den Best-Tester und schauen mal, was am Endeffekt dabei rauskommt. Und wie gesagt, ich habe jetzt nur drei Steine geschliffen. 400, 800, 1200. Okay. Also Leute, das fürs allererste Mal mit provisorisch aufgeklebten CBN-Steinen. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ich gehe das in feineren Schritten. Das heißt, ich fange an bei 250 und gehe dann weiter über den 400er, gehe dann über einen 600er, gehe über einen 800er, gehe über einen 1200er. Und wenn ich dann hinterher noch mehr so einen Stein hole, so einen, ich sag mal, so einen belgischen Brocken oder irgend sowas zum Endabzug, dann ist da locker unter 100 Best drin. Und man muss dazu sagen, die ganze Schleiferei, wenn die ganze Videomacherei nicht wäre und so, die ganze Schleiferei wäre wirklich in 5 Minuten erledigt gewesen. Fünf Minuten, ihr müsst euch das mal bitte überlegen. Mit solchen Steinen, geht mal mit euren normalen Steinen her, nehmt ein Messer, das einen 700er Bestwert hat und versucht das mal in 5 Minuten auf Vordermann zu bringen. No way. Hier spielerisch, völlig einfach. Also ich bin total überzeugt, ich bin ja eh ein CBN-Freak. Aber das hat mich jetzt mal wieder total überzeugt. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich hoffe, ich kann bald vermelden, dass die CBN-Räder da sind. Schaut ab und zu auf meine Webseite rein, da werde ich es euch oben reinschreiben. Macht's gut, schönen Abend, bleibt gesund. Ciao. Ach, ganz vergessen, für die Leute, die mit dem Bestwert nichts anfangen können, noch ein ganz kurzer Cutting-Test. Schaut mal, das Ding geht einfach. Ja, da hagelt nichts, da ist alles wunderbar. Das heißt, wir haben mit den CBN-Rädern was gekonnt, und zwar von ganz hinten bis nach ganz vorne, auch hier den vorderen Bereich. Das ist das, ich sag ja, das schneidet, das schleift wirklich von hinten bis vorne im gleichen Winkel, und das ist einfach der Riesenvorteil von der Air Mark 10. Okay, Leute, das war's jetzt aber wirklich. Ciao, ciao.